Playoff Bert werden länger und hoffentlich wachsen es noch etwas mehr. Das ist die grosse Hoffnung von der Rapperswil-Jona Lakers vor dem Spiel gegen den EV Zug. Ja, man ist 1-3 hinten in der Serie. Das letzte Spiel, hat der Stefan Hedlund gesagt, war das schlechteste von der Serie. Ich nehme an, das siehst du ähnlich. Wo gibt es Verbesserungspotenzial? Ja, wir haben das natürlich analysiert und wir wissen, dass es nicht unser bestes Spiel war. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, haben das analysiert und heute ist ein neuer Tag und wir werden alles raushauen. Ein Punkt, wo die Leute viel darüber diskutieren, ist natürlich das Powerplay. Das hat nicht wirklich funktioniert. Gibt es dort Ansätze, um Lösungen zu finden? Ja, dort sind wir natürlich akribisch dran, dass es läuft. Ist nicht genug gut, müssen wir ganz ehrlich sagen. Und jetzt sind wir dran, dass das zum Laufen kommt und wir probieren alles und setzen alles daran, dass es besser wird. Wenn man 1-3 hinten ist in der Serie, kann man es ja verschieden anschauen. Der Druck ist ein bisschen weg oder der Druck ist noch grösser, weil man muss unbedingt gewinnen, um zurückzukommen in die Serie. Wie schaut ihr es an? Ja, ich glaube, wir müssen im Moment sein. Ich glaube, jedes Spiel ist wichtig und wir haben das von Anfang der Saison schon gesagt, Game by Game. Und das machen wir heute auch. Wir freuen uns riesig auf den Match vor unserem Publikum. Jeder ist pumped und ready und wie gesagt, wir werden alles raushauen. Ja, du sprichst es an, das Publikum fantastisch in den ersten zwei Heimspielen. Es wird auch heute Abend fantastisch sein. Ausverkauftes Haus werden wir sehen. Und ich weiss, du hörst es nicht so gerne, aber ich muss dich gleich fragen, weil die Fans interessiert es halt. Kannst du etwas zum Line-Up sagen heute Abend? Kann ich nicht, nein. Wir sind da noch voll dran und wir schauen am Abend, wer das spielt. Wir schauen, wer aufläuft heute Abend für Rappi und wer auch immer aufläuft. Wir sind optimistisch, dass wir den Heimsieg holen heute gegen den EV Zug.